Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 und wir müssen hier und heute mit dem Kollegen Mitch optional sprechen, denn der hat noch was zu sagen. Ne? Hallo Herr Kollege, Herrn Mitch, bitte sehr. Kann ich mit Ihnen sprechen? Geht das überhaupt? Jetzt geht's. So nervös wegen morgen? Hat nichts mit Nervosität zu tun. Nicht mehr. Bist du nicht auch eins? Na, warum nicht? Damals im Krieg, bevor wir das erste Mal entsendet wurden, wurden wir trainiert, mit Stress klarzukommen. Weißt du wie? Wie? Wir haben uns Chemie-Cocktails gegeben. Präparate, Booster, Gott weiß was noch. In die Venen gespritzt, unsere Biomons sind durchgedreht, aber nur für eine Sekunde vor dem Stabilisieren. Und wie stabilisiert wir waren. Nach einem Dutzend Sitzungen macht's in deinem Kopf Klick. Die Neuralwege werden umprogrammiert. Der Teil, der Angst generiert, wird völlig zerfräst. Also hast du jetzt von nichts mehr Angst? Wenn es doch so einfach wäre. Und morgen mache ich mir keine Sorgen. Solche Überfälle sind Alltag. Geh mir darüber, was im Lager passiert. Ach, vergiss es. Ich rede schon wieder Unsinn. Na, komm schon. Komm schon. Ich gehöre doch zur Familie. Ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um den Stunk zwischen Panam und Saul. Sie denken, es reicht, wenn sie allen was vorspielen. Aber unsere Leute sind nicht blöd. Ja, das ist schon so. Die Gerüchte breiten sich wie ein Lauffeuer aus. Dass Saul das nicht durchzieht. Dass er es nur für sich macht. Dass diese Familie einen Umschwung braucht. Ich will nicht wie eine undankbare Schlampe rüberkommen, aber ich hoffe, die Stimmung wirkt sich nicht auf morgen aus. Wird sie nicht. Eins haben Saul und Panam richtig gemacht. Sie haben dich im Clan aufgenommen. Niemand wird dich im Stich lassen. Es ist so. Panam will dir unbedingt helfen. Aber Saul sieht das Ganze als eine Gelegenheit für was anderes. Er will Mikoshi plündern. Mhm. Wenn wir das durchziehen, haben wir Arasaka Tech, die uns den Neuanfang im Süden ermöglicht. Du weißt, was das heißt? Das beruhigt die Leute und verschafft Saul Zeit. Saul ist gerissen. Er weiß genau, was er tut. Bleibt nur zu hoffen, dass er nicht zu hoch gepokert hat. Okay, heute haben wir genug getratscht. Das hier bleibt unter uns, okay? Ich fummel noch etwas im Innern dieses Babys hier. Klar. Fröhliches Fummeln, Mitch. Ist doch schön. Immer noch optional mit ihm sprechen, ne? Immer noch. Warum denn optional immer noch? Okay, jetzt nicht mehr. Sprich mit den Nomaden. Auch optional, das tun wir natürlich logischerweise. Damit wir das alles irgendwie unter den Hut kriegen. Ja, mit welchen denn hier? Mit hier zum Beispiel? Was ist das? Eine Art Trödelmarkt? Im Prinzip schon. Nimm, was du willst. Und was ist der Anlass? Endzeitstimmung. Edle Geste. Fast schon dramatisch. Sehr praktisch. Ich gebe meine Vorräte weg, damit ihr die Hölle morgen überlebt und zurück zu mir kommt. Oh, hat schon was, ne? Brauche ich alles nicht. Hm. Naja, gibt's hier sonst irgendwo noch... Ach, ich kann mal mit jeder reden, oder was? Sieh an, sowas Süßes. Ja, du bist auch ganz süß. Alte Kaldokind. Einfach nur alte Kaldokind. Ist auch gut. Das kennen wir ja. Das sind alte Kaldo. Die werden eigentlich nur auf zwei Parteien umgemünzt, ne? Hallo. Die Sensoren funktionieren in größeren Höhen nicht. Wir können sie unter diesen Bedingungen nicht knapp über den Boden fliegen lassen. Ich schaue mir die Sensoren an
Und du überprüfst die Füße. Soll ich das Manitaman einfach mal so aus Spaß? Ich glaube nicht. Wäre ein bisschen doof. Kann ich mit den Herren hier und Damen reden? Was machen die überhaupt? Seelensorge? Ja, oh, kommt gut an, ne? Und hier wieder nichts, nur alt Fummel hier. Haben wir hier unser Bett oder was? Lager öffnen. Wir haben ja unser eigenes Lager. Danke dir. Wir können zwar nicht schlafen, aber... Naja. In den Spiegel schauen. Das ist ein Spiegel. Okay. Hey! Hallo? Ist dahinter irgendwo noch irgendwas? Irgendjemand, mit dem ich dann sprechen könnte? Nö. Hier drüben, wie? Setz dich. Wir haben da nämlich so ein kleines Ritual. Was denn für ein Ritual? Ein paar Kühle vor einem Überfall. Ah, so eins. Ist kein normales Bier, sondern eine der letzten Flaschen von unserem ersten Gig. Haben ein paar Kisten aufgehoben, als Glücksbringer. Wie war das noch? Scheiße, weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand meinte, wenn die alle sind, ist das Glück der Aldecaldos aufgebraucht. Ach, du und dein abergläubischer Scheiß. Sagt der Bruder, dem die Hände zittern, wenn er eine aufmacht. Nein, danke. Ich behalte lieber einen klaren Kopf. Kann ich nicht nachvollziehen, aber akzeptieren. Nächstes Mal. Genau darauf sollten wir trinken. Auf morgen. Auf eine sichere Rückkehr. Auf Saul und Panam. Wenn die beiden sich nicht versöhnen, fahren wir das Ding an die Wand. Bob, der ewige Optimist, nicht wahr? Wie? Du weißt sicher, wie es mit ihnen läuft, oder? Sie haben das Kriegsbeil begraben. Kriegsbeil begraben? Schön, dass sie sich einig sind, uns auf eine Selbstmordmission zu schicken. Sei kein Arsch, Bobby. Ist nichts Persönliches, wie. Ich sag nur, wie es ist. Ja, komm. Ich denke, Panam weiß genau, was sie tut. Aber weiß sie auch, was sie will? Sonst kann sie das Steuer im Clan nicht übernehmen. Immer mit der Ruhe, Kumpel. Noch übernimmt hier niemand irgendwas. Wir müssen uns auf morgen konzentrieren, Brüder. Wenn wir das überleben, können wir über Clanpolitik reden. Also gut, ich muss los. Wir sehen uns morgen. Tschüssikowski. Meint ihr echt, wir finden da irgendwas? Na dann, gibt's doch mehr Nomaden, mit denen wir quatschen können hier. Ist das der Ripper-Dock hier oder was? Ja, scheint so. Die haben auch einen Ripper-Dock hier im Auto. Doch aber eine coole Sache hier. Und hier auch nur einen ganz normalen Aldecaldo, der mit dem wir reden können, aber nicht wirklich was tut. Hörte die das an? Bad Baden reisen nicht, sondern die geben sich nur an einen Ziel. Hör auf dein Herz. Bin ich okay? Verpiss dich! Hab genug von Maden wie dir. Bin ja dein Kollege. Willst du was? Nö. Aktuell ist alles okay. Wir haben ja nichts zu tun. Saufen ist auch nicht so mein Ding. Mit welchen normalen? Die meisten Sterne gesehen hab? Oben. Auf Berg Sinai. Du warst mal in Ägypten? Hab auf einem Tankschiff gearbeitet. Warte mal ich war kurz. So ziemlich können wir den Kollegen. Aber die Sterne über dem Sinai. Wir können ja nicht mehr Millionen weiter. Helle Punkte zum Greifen nah. Doch, wir können ja hoch. Da draußen ist irgendjemand? Ich meine. Hallo, ich bin hier. Ich lass mal die Turteltauben alleine, ne? 60 Meter, müssen wir mit jemandem quatschen? Hier auch wieder zwei. Ja, der ist offenbar okay, ne? Hey, hey. Ja, nicht so langsam, ne? Du gehst da immer noch durch. Du schlenderst durch den Baum hindurch. Mit deiner Gemütlichkeit und Jahren. Ja, toll. Ist, glaube ich, ein Problem hier, ein Fake. Mal kurz, mit wem müssen wir noch quatschen? Mit den Nomaden? Optional, ja, aber...
Haben wir jetzt mit denen haben wir? Echt, wir finden da irgendwas Wertvolles? Verlass die Stadt, bevor es zu spät ist. Hat meine Mutter dich geschickt? Oh, könnte schon sein. Mit denen haben wir auch schon. Hä, was ist denn hier noch? Was ist los? Nee, ich will doch nur... Ach, ich wollte doch nur die Karte aufrufen. Mein Gott, aber... Das sieht man hier gar nicht auf der Map. Doof. Ja, und wo ist jetzt Panam? Ist sie schlafen gegangen? Salamu alaikum. Auch guten Tag. Oder Nacht. Aber jetzt wirklich. Warum stehen hier Kollegen ineinander? Ich glaube, die haben gewisse Probleme, Orientierungsprobleme, ne? Hey! Sieh an, wer da vorbeischneit. Vorbereitungen für morgen? Kann man so sagen. Beim Knall musst du der Stille in deinem Kopf lauschen. Das habe ich vor langer Zeit gehört. Da war ich in etwa so alt wie du. Bis heute nicht vergessen. Morgen wird's knallen, nicht zu knapp. Deshalb versuche ich mich auf diese Stille zu konzentrieren. Darf ich mitmachen? Weiß gar nicht mehr, wie es sich anhört, wenn mein Kopf sich nicht selbst zermalmt. Wenn du magst. 12 Flaschen in 15 Sekunden. Volle Konzentration. Nur so hast du eine Chance. Glaub nicht, dass du das hinkriegst. Werden wir ja sehen. Ziemlich selbstsicher. Verwette meinen Revolver, dass du es nicht schaffst. Ich fange an zu zählen, sobald du auf die Linie trittst. Und los! Ja, shit und Salze, gut nochmals. Ja, toll, jetzt noch nachladen, das wird toller Spaß. Das geht zwar noch besser, aber auch noch schlecht. Ja, das stimmt wohl. Hals- und Beinbruch für morgen. Ah, da wird noch viel mehr brechen. Das stimmt wohl. Noch viel mehr. Aber gut. Noch mehr optional, ne? Da haben wir's. Ich brauche ein Nickerchen. Nur ganz kurz. Ja, hol dir nochmal eine Bulle oder was? Mein Gott. Wir haben hier oben irgendwo noch jemand, ne? Da oben haben wir noch jemand. Aber mal so nachgefragt. Wer ist denn das überhaupt da oben? Gut, die fragen sich eh, jeder welcher hier, wer ich bin, aber egal. Hey! Steh nicht so rum. Verdammt. Ist das schön hier. Woran denkst du gerade? Nichts. Ich meine, scheiße. Weiß ich selbst nicht. Ich bin so scheiß nervös. Ich habe gestern kein Auge zugekriegt. Heute sicher auch nicht. Was macht dir zu schaffen? Mal sehen. Morgen führe ich meinen ganzen Clan vermutlich in den Tod. Doch damit nicht genug. Saul stimmt mir auf einmal in allem zu. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Fuck! Die Leute zweifeln an uns. Das spüre ich. Aber sie glauben trotzdem, dass Panam für sie da ist, wenn alles am Arsch ist. Weil wer denn sonst? Du fühlst dich für sie verantwortlich. Welcher Mensch würde das nicht? Die Verantwortung ist nicht das Problem. Ich betrachte das nur mit einem kühlen Kopf. Saul hat lauter falsche Entscheidungen getroffen, um mehr wie ich zu sein. Aber nur ich weiß, was ich kann und worin ich scheiße bin. Ich kann keine Wunder vollbringen wie. Ich hab total Schiss, dass was schief geht. Dass alle...
Niemand wird morgen sterben, Panam. Das weißt du nicht. Die Familie ist viel stärker, als du glaubst. Aber Kugeln machen keinen Unterschied zwischen Stärke und Schwäche. Wie? Ja? Hast du keine Angst zu sterben? Nein, habe ich nicht. Beneidenswert. Glaube ich. Woran denkst du gerade? An die erste Nacht, die ich hier oben verbracht habe. Ich war noch unterwegs, fast zurück beim Lager. Und musste irgendwie den Kopf freikriegen. Bevor Saul und du euch wieder an die Gurgel gingen? Es war stockdunkel. Nichts. Nicht ein Stern am Himmel. Nur der Wind und ein paar Motoren waren in der Ferne zu hören. Und ich habe darauf gewartet, dass die Welt um mich zerfällt. Dass meine Gedanken zum Stillstand kommen. Sind sie das? Nein. Mir wurde klar, dass das nie passieren würde. Dass mein Kopf immer rasen würde, selbst wenn ich frierend auf einer Klippe sitze. Sollten wir langsam zurück? Nein. Bleiben wir noch ein bisschen. Das tut mir gut. Mehr als ich gedacht hätte.